Tja, wir haben eben eiskalt den Runner über den Haufen geballert. Müssen jetzt mit Vater reden. Ich glaube, wir befinden uns jetzt wirklich in den letzten Zügen. Wow. Also man muss echt sagen, der hat sich echt den perfekten Standort ausgesucht für ein kleines Treffen. Ich habe das Gefühl, wir müssen. Ja, wir müssen da rein. Gut. Wir fielen den letzten Tat ein. Gut, wir haben jetzt vielleicht das Minuteman-Ende. Vielleicht hätten wir. Wir hätten mit Preston reden sollen. Hallo. Sensor meldet feindliche Präsenzen. Was? Supermutanten? Na gut, okay. Das soll jetzt nicht unser großes Problem sein. Ah, ich ärgere mich gerade, dass ich nicht mit Preston geredet habe. Gut, Nächtler. Oh, hier ist irgendwas apprisiert worden. Ein Supermutant. Oh, stimmt da gerade, der hat eine Splittergranate, die nehmen wir mal mit. Du ignorierst mich. Da müssen wir hin. Naja, gehen wir erstmal ganz nach oben, was ich sage. Der ist weg. Ich glaube, Vater ist richtig sauer auf uns. Kann das sein? Weil er schickt uns jetzt Supermutanten auf den Hals. Hä? Jetzt sollen wir wieder rausgehen? Na, ganz kurz gucken, was sagt denn die Karte? Die lokale Karte. Wie konnte ich die aufrufen? R. Die lokale Karte sagt. Aha. Wir müssen erstmal wieder dahin, wo wir hingekommen, wo wir hergekommen sind. Ah, das habe ich jetzt gerade keine Lust drauf zu knacken. Das gebe ich hier mal zu. Nichts zu melden, Man. Ah ja, passt. Scanner, Person identifiziert. Ah ja. Ne, liegen überall Leichenteile. Hier lang? Achso, jetzt verstehe ich das hier unten in dem Gang oder was. Das ist der Ein- und der Ausgang. Lauf ich jetzt hier? Ah, jetzt rauf ich richtig. Gut. Kompliziert die ganze Sache hier. Da ist er. Eieieiei. Los, mach gerade da hinten ist er. Huch, ich wollte jetzt nicht das Steam Overlay öffnen. Ich wollte eigentlich bloß die. Achso, halt, das war ja mit der. So. Sean. In all den Jahren habe ich das Institut nie verlassen. Nicht einmal seit dem Tag, an dem sie mich hierher gebracht haben. Ich hatte nie einen Grund. Aber jetzt. Das bestätigt nur die Wahrheit, die ich schon immer kannte. Das Commonwealth ist tot. Hier gibt es keine Zukunft. Die einzige Hoffnung der Menschheit liegt im Untergrund. Was bist du für ein Schwarzer? Alter Finne. Naja, er hat ja so ein bisschen recht. Aber ja, Forschungsprojekte, ihr könntet die Welt terraformieren. So schlimm ist es nicht. Die Leute überleben. Vielleicht, aber der Preis wäre viel zu hoch. Hier werde ich daran erinnert, welches Glück ich hatte, dass mir ein Leben im Ödland erspart blieb. Du glaubst, ich wurde aus dem Vault entführt. In Wahrheit hat das Institut mich gerettet. Eigentlich uns beide. Ja, sie haben mich eingefroren. Ich war der Ersatz und ich... Sie haben mich am Leben erhalten. Aber warum mich erneut einfrieren? Natürlich als Sicherung.
Ich war der perfekte Kandidat. Ein Säugling mit unbeschädigter DNS. Wäre aber etwas schiefgegangen, wäre ich gestorben. Das Institut brauchte einen Plan B. Eine weitere Quelle für DNS aus der Zeit vor dem Krieg. Am besten verwandt mit dem Hauptexemplar. Meine Eltern waren dafür perfekt geeignet. Daher hat man euch im Vault am Leben gehalten und beschützt. Als ich dich aus Vault 111 freiließ, hatte ich nicht erwartet, dass du da draußen überleben würdest. Zwischen all dem, aber dass du es geschafft hast, mich gefunden hast und ins Institut eingedrungen bist, außergewöhnlich. Warum lasst ihr mich jetzt raus? Nach dieser langen Zeit? Das ist... schwer zu erklären. Es war nicht mehr nötig, dich eingefroren zu lassen. Ich wollte wohl sehen, was geschehen würde. So eine Art Experiment. Würde das Commonwealth dich wie alles andere verderben? Würdest du überhaupt überleben? Ich habe mich vor allem gefragt, würdest du nach all dieser Zeit versuchen, mich zu finden? Jetzt weiß ich es. Tja, hier bin ich. War es das wert? Ich glaube schon. Bald wirst du es hoffentlich verstehen. Alles, was ich getan habe, war für die Zukunft. Eine Zukunft, die hoffentlich nach den letzten Ereignissen nicht in Gefahr ist. In Bunker Hill ist es nicht gut gelaufen. Möchtest du erklären, was passiert ist? Ich habe eine Wahl getroffen. Ich habe die Synths entkommen lassen. Warum? Warum hast du etwas so Dummes getan? Was Dummes? Interessant betont. Warum ist das so wichtig? Das ist das Richtige. Ich schulde dir keine Erklärung. Sie hatten Angst. Na und? Ein paar Synths sind verschwunden. Das ist doch kein Weltuntergang. Warum ist das so wichtig? Indem es das zulässt, erscheint das Institut schwach. Das ist ein inakzeptables Ergebnis. Das war so eine einfache Aufgabe. Das kann ich nicht verstehen. Ich weiß, dass du dich selbst darum kümmern kannst. Wie kann ich mir sicher sein, dass du das Institut repräsentierst, wenn das hier so weitergeht? Ich hätte vielleicht auch nehmen sollen, ich hätte sie Angst. Was denn ich will? Was, wenn ich nicht will? Ich will hier raus, wird nicht wieder vorkommen, ich bin für dich verantwortlich. Ich muss mal wirklich sagen, ich bin für dich verantwortlich, aber... Was ist, wenn ich das Institut nicht repräsentieren will? Hast du jemals daran gedacht? Ganz ehrlich? Nein, daran hatte ich nicht gedacht. Es wäre eine so dumme Entscheidung von dir, dass ich daran keinen Gedanken verschwendet habe. Was bedeutet das für uns? Und was bedeutet das jetzt für uns? Ich muss wissen, dass ich mich von jetzt an auf dich verlassen kann. Ich hatte gehofft, dass wir wieder so etwas wie eine Familie sein können. Dass du unsere Vision für die Zukunft teilen würdest. Ich fürchte, für Sentimentalitäten ist kein Platz mehr, Mutter. Wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. Was immer du in der Zukunft auch tun wirst, misch dich nicht in die Pläne des Instituts ein. Ich hoffe, dass du irgendwie Frieden finden wirst. Ich auch schon. Leb wohl, Mutter. Und weg ist er. Oh, die Schlacht von Bunker Hill. Fehlgeschlagen. Da ist das Institut zum Feind gemacht. Kehre zum Institut. Aus dem Institut verbannt. Kehre zum Institut zurück. Okay. Was? Okay. Auch gleich abgeschlossen. Why not? Hinten dreht aber noch der Vertibird seine Runde. Preston hatte ich, glaube ich, bei der Burg abgestellt, ne? Wie das klingt, ich habe ihn abgestellt.
Ich meine, ich habe mich jetzt wirklich absolut neutral verhalten. Ja, lass uns jetzt mal gucken. Ich hätte nie gedacht, dass die Minutemen jemals wieder eine ernstzunehmende Macht sein würden. Da habe ich mich geirrt. Du hast dich geirrt, hey Preston. Hey. Die Garnison der Burg hat Gegner entdeckt, die den Perimeter ausgespäht haben. Wir sollten versuchen, rauszufinden, was da los ist. Reise zur Burg, ich bin auch schon da. Entschuldigung. Gut, dass du es rechtzeitig geschafft hast, General. Schätze, wir werden gleich erleben, ob die neuen Minutemen eine Menge dieser Krähendinger des Instituts haben in der Gegend rumgeschnüffelt. Scheint, als wolle das Institut uns ausschalten. Wir haben Freiwillige einberufen, wir haben also genug Leute. Mal sehen, wie sich die Grünschnäbel im Kampf schlagen. Aber unsere Verteidigungsanlagen könnten noch etwas verstärkt werden, solange es noch geht. Errichte Verteidigung, gut. Jetzt ist die Frage, wo werden sie herkommen? Ich glaube, ich habe irgendwas getriggert. Kann das... Also, Hauptsache, es ist das, was ich hoffe, was ich getriggert habe. Ansonsten ist mir das doch alles relativ schnuppe. Ich bin gerade am Überlegen, noch ein paar Kanonen oben aufzustellen. Weil mir ist aufgefallen, ich habe 2-3 Kanonen einfach nicht aufgestellt. Habe ich genug Minutemen? Ich glaube nicht. Gut, dann ist das überhaupt keine Frage. Dann kann ich das gar nicht machen. Geschütztürme. Können wir hier auch ein paar verbesserte? Ja, kann ich, glaube ich. Zumindest. Zack. Zack. Also das... Das möchte ich bloß mal ganz kurz betonen. Das hier ist wirklich das Ende, was ich haben wollte. Also Minutemen Ende, weil ich finde immer noch, das ist das Neutralste. Und ich werde euch auch das Institutende zeigen. Das ist auch schon geplant. Ich will jetzt hier noch. Das ist keine Übung. Alle verfügbaren Minutemen in der Gegend werden um Unterstützung gebeten. Okay, wir haben nicht mal genug Öl. Ich werde jetzt hier bloß den Funkor beschützen. Wir haben eine große Gruppe von Angreifern, die von Südosten aus nähert. Problem ist gerade, dass ich da oben den Dings nicht repariert habe. Das könnte jetzt vom Vorteil sein können, hätten wir die... Gut, der ist Westen, Süd, Osten. Also von da! Geht schon ratatatatata. Ich komm doch von da unten, von wegen Südosten. Oh, ho, ho, ho. Ist das mir gerade einfällt? Ja, sind's für euch. Sagt mir, dass die Artillerie funktioniert. Ich hätte ein paar Verteidigungsposten aufstellen sollen. Alter, die halten was aus. Kann das sein, dass Sean wirklich dolle sauer ist? Das tut mir gerade nicht leid. Wartet mal. Auch mal so während des Kampfes. Ein dahin. Dahin. Nein, dahin. Huch! Nein! Scheiße! Ich war jetzt... ich habe mich jetzt gerade gewundert, warum der nicht stirbt. Dann fiel mir auf, dass das ein Gunner ist. Fuck! Okay, diesmal verteidigen wir uns etwas besser. Zuallererst einmal... Huch.
Jetzt machen wir es ein klein wenig besser. Wir setzen. Die kommen ja von hier. Wir setzen jetzt einfach hier so ein paar Geschütztürme hin. Und hier noch ein Wappser. Oh! Ich glaube, wir müssen dringend hier für die Burg noch was machen. So. Curry rennt da oben rum. Oh, ist das cool. Da oben ist Preston. Da kommt Nick. Okay. Borgverteidigung, zweiter Versuch. Diesmal die vorsichtige Variante. Da kommen sie. Bitte, wenn ich jetzt wieder leise bin, ich will mich diesmal etwas mehr konzentrieren. Wir könnten jetzt allerdings Curry und Preston hier gebrauchen. Ist das schon? Dein. Oh, scheiße, ein legendärer. So eine Arschkeit, echt. Okay, ab rein. Und rein, 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 rein. Wo ist dieser legendäre Wichser eigentlich? Alter, Alter, was ist aus? Jetzt ist er weg. Shit, der legendäre liegt hier nicht mehr. Jetzt kommt er aber auch schon allen Seiten. Sind wir hier bei Star Wars oder was? Kämpfen wir jetzt gegen die Separatistenarmee? Nee, ich werde jetzt nicht auf Doc mitschießen. Gut. Okay, wisst ihr was? Wir brauchen was Schnelleres, denke ich jetzt mir mal. Was ist hier? Nee. Hey. Habe ich die auf 3 gelegt? Ja, ich habe die tatsächlich auf 3 gelegt. So. So schnell sind wir die los. Runner. Fuck. Alter, der Runner ist ganz schön stark. Mal eben schnell ein Stimpack eingeholfen. Ich muss irgendwie da oben hin. Vielleicht müssen meine Sensoren kalibriert werden. Warum renne ich immer den langen Weg außen rum? 50% erst verteidigt. Alter, wie viel kommen da noch? Sind jetzt von hier oben verschwunden. Oh, da fliegt was durch die Gegend. Eine Verteidigung hätte es getan, glaube ich mal. Ah, ja, Mann. Ein Außenpost, nicht aber ein Verteidigungspost. Da fliegt schon wieder eine Leiche. Den Armor. Oh, Scheiße. Oh, shit.
Bitte nicht unbedingt hier reinspringen. Wo? Ist das... Da hat irgendjemand meine Power-Rüstung. Der hat mich total irritiert. Hey, es war Nick. Mann des Instituts. Der Mann auf meiner Pläne. Wo sind die Gegner? Ich sehe sie nicht mal. Oh, shit. Schnell in Deckung rennen. Alter. Fuck. Muss man nachladen. Hä? Hab ich jetzt? Die Minutemen haben ganz schön was drauf. Ah! Aber auch die scheiß Zins. Alter! Okay, die Waffe ist sehr ineffektiv. Die ist plus Munitionsverschwendung. Gut. Ja, muss ich gar nicht wissen. Komm raus! Du hockst da unten, du feiges Stück! Komm, oh, Scheiße! Wir haben es gleich geschafft. Erstmal schnell was essen. Erstmal ein Snickers. Fast geschafft. Zeit für eine Mittagspause. Wir nehmen erstmal Meierlockfleisch, weil es gerade da ist. Oh, da ist noch einer. Oh. So, dein Kopf rollt. Fuck you. Ich wusste, dass die Minutemen es schaffen würden. Jetzt wird sie laufen. Ach, Preston hat sich mal... Ronnie hat sich... Okay. Wer auch immer das war, das ist eigentlich mein Ding, aber okay. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier lag doch irgendwo ein legendärer. Ist das der hier? Nee. Bevor wir jetzt irgendwas machen, sammeln wir erstmal das ganze Zeug ein, was jetzt hier rumliegt. Alter Finne. Das war ein Kampf. Okay, hier liegt ein toter Minuteman, aber wir haben es erfolgreich geschafft. Wir haben die Burg besiegt und meine Geschütztürme stehen noch. Wie geil. Ronny, ich brauch mein Dings wieder. Entschuldigung. Das Institut wird sich die Sache zweimal überlegen, bevor es sich erneut mit den Minutemen anlegt. Ich habe gehört, dass du nach einem Weg suchst, diese Ratten direkt anzugreifen. Ich hoffe, du hast bald Erfolg damit. Ich würde mich gern nochmal mit ihnen anlegen. Dann würden wir ihnen richtig in den Hintern treten. Ich glaube, Preston wollte mit dir reden. Vielleicht hat er ein paar gute Neuigkeiten. Aber erstmal geh raus aus meiner Power-Rüstung. Das ist meiner. Das Institut dachte, es könnte uns rumschubsen, aber wir haben ihnen das Gegenteil bewiesen. Nächstes Mal werden wir den Kampf zu ihnen bringen. Mal sehen, wie ihnen das gefällt. Aber wir haben keine Zeit, rumzusitzen und uns gegenseitig zum Sieg zu gratulieren. Wir sind die Minutemen, verdammt nochmal. Und das heißt, wir müssen jederzeit bereit für den nächsten Kampf sein. Also zurück an die Arbeit, Leute. Gut, das war eine schöne Ansprache. Hm.
meins. So. Wo ich eh gerade überlegt habe, wir sollten vielleicht wirklich die Power Armor reparieren. Gut, Leute, wir sollen uns ein paar böse Jungs schnappen, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin, tschaußen.